So, wie gesagt, weiter geht's. Wir müssen hier lang. Das ist nicht mal normal, ey. Die ziehen heftig jetzt, die Scheißviecher. Sieben Vorräte müssen wir noch finden. Sieben Stück. Da ist ein komischer Totenschädel. Ach, Junge, Mädel. Scheiß dich nicht ein, Mann. Naja, eigentlich saß sie mit einem kühlen Getränk im Haus, während die Diener mich aufs Boot brachten. Wem interessiert das? Dolorien? Alter. Gleich mal das Lager in Beschlag nehmen, dass unsere Vorräte oder aufgefüllt werden. Ist ja nicht mehr normal hier. Aha. Alter, geht doch mal weg hier. Schließt mal eine Runde. Okay. Das war's schon für dich. So, haben wir irgendwelche Vorräte? Nee. So, dann gucken wir mal weiter. Stimmt, ich habe gerade ein paar Mittelerde, dann will ich immer schleichen. Aber hier ist es R2 zum Schießen. Was haben wir hier? So, die müssten als nächstes dran sein hier. Ich habe mich neulich mit Dagna unterhalten, Sarah. Habt ihr euch zufällig einige ihrer Werkzeuge ausgeliehen? Nur das eine Ding, das diese Schraubteile entfernt. Ich dachte, ich hätte es zurückgebracht. Ich bringe es wieder zurück. Wofür brauchtet ihr es überhaupt? Für die Scharniere? Was für Scharniere? Die an einer Tür? Keine Sorge, ihr seid nicht mein Ziel. Na, da bin ich ja beruhigt. Fragt sie nur mehr. So, was jetzt? Oh. Die Finger weg da.
auch. Noch zwei Stück. Die Toten sollten tot bleiben. Findet ihr nicht, meine Liebe? In dieser Gegend scheint es eine Menge Probleme zu geben. Das ist noch milder ausgedrückt. Der Krieg ist vorbei. Doch nun sind die Toten lebendig. Aber eines ist lustig. Ich habe diese Untoten beobachtet und sie scheinen sich auf die Shem-Armeen zu konzentrieren. Als ob... Tja, warum sollte man Menschen nicht töten wollen, hm? Trotzdem, arme Narren. Seid ihr ein Delish-Elf? Natürlich. Ihr habt offenbar wenig Erfahrung mit dem Volk. Ja, wir sind Delish. Wir lagern seit Wochen auf den Feldern westlich von hier. Der Krieg zwischen den Löwen hat die Passage durch das Dörf erschwert und einige unserer Arawelle beschädigt. Falls ihr meinen Clan findet, bestellt Hüter Horn, dass ich die Jagd fortsetze und vielleicht eine sichere Route über die Ebenen finde. Was ist das Dörf? So nennen wir diesen Ort. Das Dörf. Dörf Havaren. Ich muss gehen. Nur zu. Passt auf euch auf. Hm, genau. So. Halt. Die Richtung mal glaube noch was. Oh, jetzt kann man warten. Die müssen wir zuerst ausschalten, weil sonst brennen, setzen wir den Brand. Ach doch, da ist ja noch einer. Ja, mach doch mal hin. Ja, Mensch, das Kinder. Müssen wir mal kurz hier lang, mal gucken. Hier irgendwo war Holz. Okay, kann man nur anfangen. Ah. Da. Scheiß Köter. So, jetzt
können wir uns. Jetzt lasst mich in Ruhe. Damit. Das Vieh wollte ich jetzt gar nicht angreifen. Quest abgeschlossen. Nahrungsknappheit. In Zeiten wie diesen ist es nicht klug, ungebeten vor das Volk zu treten. Vor allem hier, wo wir der Zerstörung unserer Heimat durch Menschenhand gedenken. Meine Geduld ist begrenzt nach allem, was war. Vielleicht solltet ihr uns verlassen. Ich habe einen eurer Jäger getroffen. Er sucht weiter nach einer sicheren Route. Er hat euch diese Botschaft überbracht. Das spricht eindeutig für euch. Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt guck mal. Ne, wir kommen her, ja. Spindelkram. Oh, das ist gerade der Hart. Mein Gott, Mann. Macht das Feuer kalt, das Vieh. Hmm.
Ja, mach doch das mal, mein Gott. Na, so ist es. Wir müssen jetzt nämlich den Talisman. Wir hatten nämlich der eine Bruder. Ja, halt. Ihr grinst schon wieder so. Genau wie in diesem einen Kampf. Was ist so lustig? Dass euch der simpelste Zauber kreidebleich werden lässt. Ich habe schon weitaus Schlimmeres einfach abgeschüttelt. Oh, tut mir leid, dass ich Angst vor dem Scheiß habe, vor dem ich mein ganzes Leben lang gewarnt wurde. Wie übrigens fast alle, die keine Sucher sind. Bitte entschuldigt. Ich könnte euch helfen, wenn ihr möchtet. Nein, ich habe anderes zu tun. Ihr könnt mir helfen, indem ihr euch einfach vor mich stellt. Das mache ich doch gerne. So, jetzt geht mal den Weg lang hier. So, nehme ich den ersten Wohlwollenpunkt. Seid ihr böse? Und ihr da hinten auch nicht, okay. Valhalla, wir reisen nach Valhalla. Falsches Spiel. Wir haben doch irgendwo einen Steinbruch, oder? Was ist denn hier so? Was sind die schon wieder hier? Mythale Nast Valorin, wo bist du? Seid ihr Emelien? Wisst ihr, wem diese Sachen gehören? Ja, die gehören meinem Bruder Valorin. Er wird vermisst seit... Nein, sagt nicht, dass er... Tut mir leid. Ist das alles, was übrig ist? Habt ihr sonst nichts herausgefunden? Er war sehr tapfer und wollte eine Reliquie der Delish zurückholen. Ich weiß. Ich wusste immer, dass er tapfer und klug ist. Er hätte mir nichts beweisen müssen. Der Clan liebt ihn. Horn liebt ihn. Ich wünschte, das wäre ihm klar gewesen. Danke, dass ihr mich informiert habt. Das ist besser, als im Unklaren zu sein. Ich habe diesen Talisman gefunden. Danach hat euer Bruder gesucht, denke ich. Ihr solltet ihn an euch nehmen. Lindiranes Talisman. Er existiert? Ihr Schwert, Evanura, wurde von Shems gestohlen. Aber in der Geschichte wurde ihr Talisman gerettet und versteckt. Das bedeutet unserem Volk sehr viel. Ich danke euch. Sehr schön. Seid also dieser Herold Andrastes. Ich habe so viel über euch und eure Inquisition gehört. Es gibt viel Gerede, sogar unter den Delischen. Ah, Gerede? Was genau sagen die Leute? Nun, die Clans fragen sich, was das für uns bedeuten könnte. Also die Delisch. Aber egal, was die Leute sagen. Außer eurer Inquisition versucht niemand der Welt zu helfen. Ich wünschte, ich könnte ein Teil von ihr sein. Ihr wollt euch der Inquisition anschließen? Das wird nicht passieren. Hüter Horn wird es nicht zulassen. Er traut niemandem, der mit der Kirche oder Andraste zu tun hat.
gemacht. Ich könnte versuchen, euren Hüter zu überzeugen. Versuchen könnt ihr es. Ich muss mich jetzt verabschieden. Elganan, wir haben kaum noch Vorräte. Ihr seht besorgt aus. Mir fehlt nichts, aber unsere Vorräte. Angesichts des Schenkrieges und der Dämonen wird es immer schwieriger, sie aufzufüllen. Wir haben fast keine Kräuter mehr. Und für die Reparatur der Aravelle mangelt es uns an Material. Ich verliere langsam den Überblick. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Steht alles in meinem Hauptbuch. Ja, Spindelkraut ist für die Heilmittel. Elfenwurzel. Hundsleder. Hammer gehabt, okay. Eisen. Haben wir das noch da? Herold, ihr seid zurück. Seid mir gut. Okay. Wenn das so weitergeht, brechen wir nie auf. Herold, ihr seid zurück. Einer eurer Männer möchte sich der Inquisition anschließen. Ich möchte auch so manches. Ich werde nicht zulassen, dass Oranil mit euch geht. Nicht solange ich über eure Absichten im Unklaren bin. Warum nennen die Elfen diesen Ort das Dörf? Als sich das Volk an diesem Ort niederließ, nannten wir ihn der Savarel. Das Versprechen, weil uns die Deels versprochen waren, von Andraste. Für uns ist er immer noch das Ders, obwohl ihm die Schemlen einen Namen gaben, der unserer Vernichtung gedenkt. Was ist eurem Clan widerfahren? Der Krieg mit Orlais hat unser Vorankommen durch das Ders erschwert. Die Armeen lösen Felsstürze aus, sie heben Gräben aus, die Haller strauchen lassen und die Aravelle zerstören. Es gibt kein Durchkommen. Ausgerechnet jetzt widersetzt sich dem. Mein Erster, meinen Wünschen und führt eine Expedition zu den Smaragdgräbern an. Und jetzt ist mir auch noch zu Ohren gekommen, dass es in Var de Lanaris von wütenden Geistern aus dem Jenseits wimmelt. Das Problem könnte ich für euch aus der Welt schaffen. Wenn ihr das tätet, wären mein Clan und ich euch sehr dankbar. Und achtet auf die Ruhestätten unserer Toten. War Bellanaris ist heiliger Boden. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Nicht klauen. So, dann wollen wir es natürlich noch einstellen. Achso. Genau, da müssen wir hin. Einer weniger. So, komm weiter. Großbären? Nee. Okay. Jede Menge Löcher voller Elfenruhm. Thank you.
Okay, wir haben es. Achso, das war ja etwas einfacher. So, dann müsste es jetzt einfach einen Boost geben jetzt. Weil wir nichts angerührt haben. Was ist denn da? Herold, ihr seid zurück. Ich habe die Dämonen auf eurem heiligen Boden vernichtet. Ihr wart erfolgreich. Damit habt ihr einen alten Mann von einer schweren Last befreit. Danke. Ihr habt uns einen großen Gefallen getan. Sehr schön. Wenn das so weitergeht, brechen wir nie. Jetzt muss man irgendwie Großbären heute zusammenkriegen. Naja, war mir klar. Ich wüsste nicht warum. Ah, die kann da über meine Mutter halten, oder? Junge, wo willst denn du hin? Immer wiedersehen. Ja, das Teil, Mann. So. Reiß mal einfach mal zurück, Mann. So. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und tschüss.